Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Endlich mal wieder hier auf meinem YouTube-Channel gibt es neuen Content für dich. Heute geht es um meinen Vertriebsprozess, wie ich en masse messbar wirklich Kontakte generiere über meine Weise, über meinen Instagram-Kanal. Und wenn du Lust drauf hast, viel Spaß bei diesem Video und bleib unbedingt dran. Wenn du Dienstleister bist, Berater bist, Coach bist, wenn du eine Expertise hast und dafür eigentlich Kunden suchst, wenn du selbstständig bist, ist eigentlich oft ein Engpass in dem Bereich, dass du nicht genügend Kontakte oder nicht genügend Leads am Telefon hast, per Zoom hast, per Chat hast, je nachdem, wie dein Vertriebsprozess heute oder jetzt gerade aussieht. Gibt es einen großen Engpass, den gibt es bei ganz großen Unternehmen, aber auch bei ganz kleinen Unternehmen, wenn du ein systematisches oder automatisiertes Programm hast, was du en masse quasi verkaufen kannst. Auch wenn du ein Fotograf, Videograf oder sonst irgendwas bist, scheitert es eigentlich nur daran, dass du, wenn du nicht genügend Kontakte hast, dass du eigentlich nicht genug Umsatz machst. Heißt, du hast zu viel Zeit in deinem Terminkalender und dieses Problem wollen wir hier in diesem Video lösen. Ganz, ganz wichtig für dich. Es gibt bestimmt tausende Möglichkeiten, Optionen, wie du online, offline, sonst irgendwas Termine generieren kannst oder Kunden gewinnen kannst. Was ganz, ganz wichtig für dich ist, such nicht nach dem 17. Video, was dir sagt, so, das ist es jetzt, oder wo du dir denkst, das ist jetzt die Methode, die ich endlich umsetzen kann. Für mich funktioniert es wunderbar. Wir generieren wirklich sehr viele Kontakte und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich einfach nur irgendwie nicht nur Kontakte gewinne, um am Ende schnellstmöglich sofort Umsatz schreiben kann, sondern mir ist sehr, sehr wichtig, das habe ich in der Agenturphase vorher gelernt, dass ich mir sehr besonders meine Kunden aussuche und sehr besonders danach schaue, ob es überhaupt passt, ob ich überhaupt hundertprozentig weiterhelfen kann, weil sonst schaue ich, dass ich da gar kein Verkaufsgespräch draus mache. Also starten wir mal mit generellen Möglichkeiten, wie wir überhaupt Kontakte generieren können. Wir starten dann beim Offline-Betrieb oder im Offline-Bereich. Da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal die normale Telefonakquise. Du schaust online nach deiner Zielgruppe, findest dort Kontaktdaten und rufst sie kalt an. Kaltakquise. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Kaltakquise oder generell einen kalten Anruf bekommen hast, wo du dich irgendwie vielleicht mal eingetragen hast oder heutzutage in einer Facebook-Gruppe vielleicht mal eine Telefonnummer dagelassen hast. Man wird meistens überrascht, man ist nicht vorbereitet auf diesen Termin und da muss man schon eine sehr hohe Schlagzahl fahren am Tag, 100, 200 Anrufe, damit man mal irgendwie 2, 3 Termine macht am Tag. Heißt, Kaltakquise funktioniert trotzdem natürlich, wenn man eine gewisse Zielgruppe hat, die dort auch nur so erreichbar ist. Ansonsten empfehle ich dir heutzutage nicht mehr so. Was gibt es offline noch? Man kann in einer Zeitung einen Werbebericht quasi von dir schalten. Man kann Pakete verschicken. Man kann nach Absprache eine Mail verschicken oder ein individuelles Video zu einem Kunden schicken. Aber das war's. Ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe auch Kaltakquise gemacht. Ich habe auch Pakete verschickt. Nicht alles funktioniert. Manchmal muss man da sehr viel Geld investieren. Ich zeige dir heute, wie du online, wenn deine Zielgruppe auch online vertreten ist, wirklich gute Kontakte generieren kannst. Und jetzt starten wir mit dem Online-Part. Was können wir online machen? Es gibt zwei große Unterschiede. Es gibt einmal die bezahlte Reichweite und es gibt die organische Reichweite. Wir konzentrieren uns hier mehr auf die organische Reichweite. Vorteil, du musst in Anführungszeichen nur Zeit investieren, brauchst keine großen Werbebudgets und kannst auch wirklich genau suchen nach deiner Zielgruppe. Wie gehe ich vor? Ich habe meinen Instagram-Kanal, der hat gerade mal irgendwie über 1000 Abonnenten. Was ganz wichtig ist für dich, mit dieser Methode ist die Reichweite nicht wichtig, sondern es ist viel wichtiger, dass du weißt, wem du helfen kannst, wem du nicht helfen kannst und wie du den findest. Wir gehen mal davon aus, du hast eine kleine Online-Visitenkarte, aka ein Social-Media-Account. Ob es auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, auf Xing oder sonst irgendwas ist, ist mir erstmal egal. Ich bin ein Fan von Instagram und das nutze ich dort auch. Wir haben auf diesem Instagram-Kanal geilen Content. Wir geben wirklich Mehrwert weiter. Wir haben Content-Häppchen, die leicht zu verzehren sind quasi. Und wenn wir das gegeben haben, können wir quasi sofort starten. Ob du 50, 100, 2000 Abonnenten hast, ist im Endeffekt jetzt gerade egal. Sondern wir schauen, dass wir Zielgruppenbesitzpartner für dich finden. Was ist ein Zielgruppenbesitzpartner? Wenn wir, Beispiel, das hatte ich letztes Mal in einem Video auch gebracht, Fitnesscoach für Frauen sind, die gerade ein Kind bekommen haben. Womit beschäftigen die sich gerade? Mit Pampers, mit Hip und Co. Das sind, vielleicht jetzt auf Social Media betrachtet, Accounts, die deine Zielgruppe schon haben. Da sind viele Frauen unterwegs und die Zielgruppe haben die schon quasi im Besitz. Daher kommt das Wort. Wenn wir einen Zielgruppenbesitzpartner gefunden haben, geht es darum, wirklich zu schauen, wer genau dein Kunde ist,
und wie wir den kontaktieren. Auf Instagram gibt es ein paar Möglichkeiten. Heutzutage sprechen wir von Interaktion mit der Zielgruppe. Wir können Bilder von denen liken, wir können den Account folgen, wir können denen aber auch eine Nachricht schreiben. Wenn wir mit einer Nachricht quasi die Person so abholen, dass wir im ersten Step auf ein Erstgespräch einladen und wirklich in diesem Erstgespräch nur auf Mehrwert für den Kunden oder für den potenziellen Kunden gehen, können wir so wirklich en masse sehr gute Kontakte generieren. Also, was mache ich? Ich bin bei dem Hashtag Selbstständigkeit, Hashtag Unternehmer, bei mehreren Business-Accounts unterwegs, finde dort meine Zielgruppe und schreibe am Tag schicke Sprachnotizen raus, was heutzutage viel besser funktioniert als irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten. Ganz wichtige Empfehlung für dich. Schicke Sprachnotizen raus und schicke Sprachnotizen an deine Zielgruppe. Aufhänger mit, hey, lass uns bitte mal austauschen, obwohl dieses Wort mittlerweile auch schon sehr, ausgelutscht ist, geht es wirklich darum, eine Win-Win-Situation aus diesem Gespräch rauszubekommen. Dein Win für dich ist, du bekommst Markt-Insights, du bekommst wirklich wichtige Informationen von deiner Zielgruppe, die dir für dein Angebot, für deine Expertise, für deinen Lauf von deiner Karriere, von deinem Business wirklich weiterhilft. Und im Gegenzug bietest du der Zielgruppe wirklich richtig wichtigen Mehrwert. Wenn wir vom Mehrwert sprechen, sind wir hier schon am richtigen Stichpunkt. Denn ich nenne es Value Call, Mehrwertgespräch auf Deutsch. Es geht mir wirklich darum, so viele Mehrwert-Value Calls, Gespräche zu führen am Tag, wie es nur geht. Warum? Ich gehe 3 Schritte voraus und biete dem Kunden wirklich individuell weiter. Ich schaue, wo der Engpass ist, wie kann ich ihm möglicherweise helfen und gebe das komplett for free. Was habe ich davon, wenn ich das komplett for free 30 Minuten mit Kunden spreche? Ich biete erstmal eine gute Grundlage. Ich zeige erstmal, dass ich eine gewisse Expertise habe und dass ich in diesem Zeitpunkt, in diesem Engpass, wo dieser potenzielle Kunde sich gerade befindet, genau weiterhelfen kann. In diesem Gespräch geht es für dich 99% Value geben und am Ende 1% auf ein mögliches Geschäft, eine mögliche Zusammenarbeit zu pitchen. Heißt, 30 Minuten, sagen wir mal 29 Minuten, geht es wirklich darum, einen Engpass zu finden, diesen zu lösen und dieser Person einfach wirklich weiterzuhelfen. Dass am Ende ein Wow oder ein Aha-Moment entsteht und diese Person Dopamin ausstößt. Das hilft uns, um am Ende einen ganz kleinen Pitch zu installieren. Ich mache es so. Lieber Matthias, hat dir das gefallen? Hat dieses Gespräch gefallen? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Kannst du dir vorstellen, rein grundsätzlich, dass wir das einmal die Woche machen oder 6 Monate, 12 Monate miteinander arbeiten und wirklich diesen Engpass wirklich mal aufs Grunde gehen und das zu lösen und wirklich mal zu schauen, dass wir von 2.000 Euro monatlich auf 10.000 kommen? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall schon. Okay, dann sieht das so aus, das Programm sieht so und so aus, kostet ungefähr so und so. Wenn du Lust hast, machen wir einen zweiten Termin aus. In diesem Gespräch sollte es wirklich gar nicht darum gehen. Mir ging es wirklich in diesem Gespräch nur, dass du hier wirklich mit einem geilen Gefühl rausgehst. Boom. Was löst das bei dem Matthias aus? Geil, der Jona konnte mir jetzt schon in 30 Minuten helfen. Der Jona hat vielleicht einen sympathischen Eindruck gemacht, geht mir einen Schritt voraus, ich baue Reziprozität auf. Und wenn es dann am Ende zur möglichen Zusammenarbeit kommt, das bespricht man dann im zweiten Termin oder im Verkaufsgespräch dann. Heißt, wir haben ein Portal, wir haben eine Plattform, wo wir Content geben für die Zielgruppe. Wir finden auf dieser Plattform einen Account, was ein Zielgruppenbesitzpartner ist, wo wir unsere Zielgruppe finden, sprechen diese an, interagieren mit der Zielgruppe, bauen dadurch auch Reichweite in der Zielgruppe auf, kontaktieren die, laden die kostenlos auf 30-minütiges Erstgespräch, Value Call ein und am Ende installieren wir einen ganz kleinen Pitch und das bringt dir wirklich sehr, sehr schöne und gute Kunden, einfach weil die sehr dankbar sind. Sehr dankbar dafür, dass es nicht wie, hey, bewirb dich jetzt auf mein Beratungsgespräch. Im ersten Moment wird es einfach nur qualifiziert, ob du überhaupt genug Geld hast und ob das überhaupt passt. Wir gehen da einfach einen Schritt voraus, bieten einfach Mehrwert und so gewinne ich aktuell meine Kunden, sehr viele Kontakte und das ist mein Vertriebsprozess. Bitte kopieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du wirklich jetzt an dem Punkt bist, dass Kundengewinnung oder Kontaktgewinnung dein Engpass ist, bitte setze es so um. Es funktioniert. Es ist wirklich, geh sofort in die Praxis. Schau dir nicht das nächste Video an. Da bin ich ein absoluter Fan von, dass man, wenn man Content konsumiert, das sofort auch in der Praxis umwandelt. In der Praxis sammelst du die besten und meisten Erfahrungen. Schau, was für dich funktioniert. Und wenn du diesbezüglich einfach Fragen hast, schreib mir auf Instagram eine private Nachricht. Ich helfe dir sehr, sehr gerne aus. Und wenn du Lust auf ein 30-minütiges, kostenloses Mehrwertgespräch hast, melde dich sehr, sehr gerne. Gar kein Problem. Habe ich Lust drauf.
Und ich wünsche dir einen richtig geilen Tag. Ciao, ciao.